Hier steht vor euch im Fastnachtsrahmen der lang ersehnte Traum der Damen. Von beiden sieht's aus, als hätte ich Platz. Doch das ist nur mein Scheidel, der braucht halt viel Platz. Ihr seht den dicken Bauch, das täuscht euch die Sinne. Das ist nur mein Nabel, der trägt halt von innen. Mein Arsch, der ist groß und der wirkt auch sehr stramm. Das ist halt wie die Wurzel von einem ganz dicken Stamm. Steht die Flitterzeit der Treue und Gemeinsamkeit. Mit dem Glück auf du und du, ich spreche zu ihr und sie hört zu. Bis zur Reife dann für jeden beide Turteltäubscher reden. Der sanfte Tonfall wird vertrauter, ich werd leiser, sie wird lauter. Sprech ich das Wort, stellt sie die Frage, darf ich auch mal etwas sagen? Bis am Schluss in Harmonie nur einer redet und der ist Phil. Beglückend ist auf jeden Fall, wenn sie in ihrem Redeschwall mich anglotzt und dann meint im Spaß, ach Liebling, sag doch auch mal was. Wenn ich in den Saal hier blicke und sehe so manchen dankbar nicke, rat ich, sagt nix, genießt die Stund, Hauptsache ist ne, bleib gesund. Und was jetzt kommt, das ist wahr. Wir waren spazieren im letzten Jahr, im Sommer hat's hier schwer gewittert. Es hat geblitzt, es hat gezittert, der Himmel wurde dunkel, die Wolken wurden schwarz, die Feuerwehr hat ihren Großeinsatz, die Gräben liegen voll und das immer schneller und auch beim Bürgermeister in sein Keller. Die Feuerwehr stand bis zu den Knie, beim Beue in der dreckigen Spree und als es beim Pumpel nur noch tropft. War klar, das Ansaugrohr, das ist verstopft. Die Meldung kam dann, Pumpe aus, wir holen die Verstopfung raus. Man griff hinein und zog es los, vom Beue war es die Unerholung. Die Feuerwehr so nass wie ein Hund, Hauptsache ist ne, bleib gesund. Für die Nachbarn und Kollegen muss mir die Gesellschaft pflegen. Drum herrscht Betrieb im ganzen Haus, wenn wir abends gehen man aus. Im Bad beginnt dann der Countdown, Wangen rot und Jade braun, eine Handvoll Bodylotion von den Backen aufs Popochen. Dann schnallt sie an ihren Traum-BH. Genannt auch Push-Up oder Wanderbra. Dann sagt sie stolz in ihrem Ton, ist das nicht Munition? Betrachte mal meine zwei Pakete. Stehen die nicht wie zwei Raketen? Das sag ich, trau dich, mach aber ohne, das sind ja doch nur Platzpatronen. Dass jeder Mensch nur Mensch sein kann und dass die kleinen Alltagssachen uns erst so richtig menschlich machen.
Vertreibt gemeinsam eure Sorgen. Heut ist heut und morgen ist morgen. Und ist morgen der Bahnhof in Dienen gebaut. Da hab ich meinen Spaß, drum sag ich es laut. Für den Zug mal nach Mainz ist für die Dienen mehr schön. Man kann nämlich die Obnummer am Bahnhof stehen sehen. Und die Obnummer, die tun jetzt schon richtig viel schwitzen, weil die Dienen vor der Obnummer im Zug schon drin sitzen. Ich habe mein Fett weggekriegt und ja. Ein wunderbarer Vortrag. Also ihr macht es hier heute das erste Mal in der Welt. Auf der Suche nach altem Programm. Wir fahren morgen wieder im Zug. Das war heute, das ist dein erster Bühnenvortrag. Mein erster aktiver Bühnenvortrag jetzt draußen, sag ich mal jetzt. Ansonsten haben wir bei uns beim Arbeitgeber immer mal so ein bisschen was gemacht. Aber das war jetzt also erstmal meine Premiere. Genau. Trotz eises Kälte und scharfem Wind wir all hierher gekommen sind, zu feiern heut die Fasenacht. Dienheim, wie's singt, Dienheim, wie's lacht. Jedoch vorbei ist bald die schöne Zeit, Dienheimer Fastnacht wird Vergangenheit. Geschlossen längst der Kronensaal, aus und vorbei, es war einmal. Das Licht verlöscht, die Türen zu, die Ladies setzen sich zur Ruhe. Wär ich der Bundespräsident, da käme ich heute noch hergerennt, um den Ladies zu gratulieren, statt Schlagzeilen zu produzieren. Für jede Lady Bundesverdienstkreuz und Rosenstrauß von uns für euch. Riesenapplaus! Nur keine Angst, ich hab mich ja schon wieder, bin wieder leise, brav und bieder. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich fang nur an und ich beginn. Wir zogen zu von überm Rhein und zogen in die Jahnstraße ein, ins Prominentenviertel. Na, ihr wisst schon, wo. Der Pfarrer Schwöbel wohnte auch schon da. Festhall, Sportplatz waren auch nicht weit. Und an der Eck, da wohnt ein Ritter aus der Römerzeit. Mit goldener Rüstung, wunderbar. Mit Helm und Schwert und langem Haar. Tut meine Seele quäle. Ein richtiger Bahnhof, der tut fehle. Der wichtigste Ort von ganz Rheinhessen. Kein Bahnhof da, hat man vergessen. Doch wie's in einem Traum so geht, der neue Bahnhof schnell entsteht, mit Bahnhofshall und Wartesaal, sauber, sauber, überall, Schalterbeamte freundlich, nett,
Gleich hinten links ist saubere Toilette. Alle Bürger von Dienheim erhalten einen Freifahrtschein. Ihr liebe Leute, das ist kein Witz. Erste Klasse mit Polstersitz. Und dann weihte man den Bahnhof ein. Ein Riesenfest für Groß und Klein. Bahnhofseröffnung wurde es genannt, in allen Zeitungen bekannt. Von Nord nach Süd, von Ost nach West. In Dienheim steigt ein großes Fest. Mit Prominenten, Trinken, Essen. Das Showprogramm nicht zu vergessen. Die Fahnen wehen, die Glocken klingen. Die Harmonie tut Lieder singen, Gemeinderat und Polizei, alle sind dabei. Beutler und Lotz kommen angerannt, geweihtes Wasser in der Hand. Und wer steht da? Lass mir die Ruhe. Heidi im Minirock und Stöckelschuh. Unser Bürgermeister hat seinen großen Auftritt heut. Begrüßt die ganzen wichtigen Leut. Die Lackschuh hat er frisch geputzt, sein Haupthaar hat er kurz gestutzt und neu gefärbt den Scheitel in der Mitte. Vom Robert sauber die Horngeschnitte. Ein neues Schlips, ein neues Hemd. Von Kopf bis Fuß voll Temperament, ein flotte Bursch, da kommt sonst keiner ran. Stellt sich in Positur und fängt zu reden an. Danach Portbeck, Klaus Schick, ein jeder will ans Rednerpult. Wir Bürger brauchen viel Geduld, wir Bürger staunen, was die Prominenten leisten. Ein jeder lobt sich selbst am meisten. Sie reden, ohne was zu sagen. Und jeder möchte den anderen überragen. Und jeder hat am meisten dazu beigetragen, dass Dienheim einen Bahnhof kriegt. Ob er gebraucht wird oder nicht. Irgendwann bin ich auch aus meinem Traume aufgewacht. Es war weit, weit nach Mitternacht. Ich sagte anfangs schon, ich träumte nur vom Bahnhof, nicht die kleinste Spur. Doch manchmal werden Träume wahr. Vielleicht sehr bald, in einem Jahr. Ich hoffe, wir alle werden's noch erleben. Macht's gut, ihr Leute. Ich gehe jetzt einen Hebel. Das war unser Dienheimer Bürger seit 20 Jahren, der sich hier wohl fühlt. Hast du den Namen vergessen? Ich heiße Uwe Kühlmann. Uwe Kühlmann aus der Jahnstraße. Uwe Kühlmann aus der Jahnstraße. Auch er war ein Zufallsprodukt. Wir waren bei Wittbert Faber auf dem Weihnachtsfenster. Und da habe ich gefragt, hier, kannst du falsch nicht mal irgendwas machen? Hast du Interesse? Sagt er, oh ja, ich überlege mir es. Und hat mir zwei Tage später zugesagt, dass er was macht. Es war ein ganz toller Vortrag. Auch die Ruhe im Saal, wie der Uwe zeigt, dass der Traum sehr gut ankam. Und dieser Traum mit dem Bahnhof wird ja dann in 2 Jahren ungefähr Wirklichkeit. Ein super Vortrag auf den Uwe Kühlmann für seine Rede, für seinen Vortrag. Ein dreifach donnerndes Hello. Vielen Dank für diesen tollen Beitrag und Auszugsmarsch für Uwe.